Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers. Heute wieder zu der Kategorie Trading Setups für Swing Trader hier mit mir, Markus Klebe. Wir haben es heute den 10.03.2018 um circa 12 Uhr, also Wochenende, die Märkte bewegen sich nicht. Man hat hier genug Zeit, sich mal über das Setup, was ich jetzt vorstellen möchte, und zwar im US-Dollar, kanadischen Dollar, sich darüber mal Gedanken zu machen und das eventuell in sein Trading vielleicht so ein bisschen zu implementieren. Vorab aber wie gewohnt der Risikohinweis: Achtet darauf, dass ihr natürlich generell Stop setzt beim Trading, dass ihr eure Positionsgröße entsprechend eurem Konto anpasst, dass ihr das, was ich hier sage, definitiv nicht als Handelsempfehlung sehen sollt, sondern als eine Idee, die ich als Trader habe, als Swing-Trading-Idee, die hier aber auch nicht funktionieren muss. Das ist eine Idee, ich werde versuchen, hier meine Denkweise ein bisschen darzulegen und ihr könnt das, wie ihr auch wollt, in euer Trading implementieren oder nicht, vielleicht Teile dieser Idee mit übernehmen, aber ganz wichtig eben hier darauf zu achten, dass ihr prinzipiell ja gerade die Positionsgröße, wenn ihr sowas eben hier macht, dann eben definitiv an euer Konto anpasst. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann natürlich auf der Website von JFD Brokers. Da kann man noch diverse Fragen zum Broker, zum Trading und so beantwortet bekommen oder eben auch den Kontakt zum Broker suchen. Also schaut da dann gerne nach. Und schauen wir hier mal auf den Chart. Also wir haben den US-Dollar, kanadischen Dollar hier aktuell auf dem Tageschart. Ich will hier mal anfangen, diese Abwärtsbewegung hier erstmal zu analysieren. Das ist 2017. Der Start 2017 war etwas weiter vorne. Wir haben dann 2017 erstmal die Bewegung nach oben gehabt, aber dann diese Kernbewegung hier aus dem Bereich 1,37, was haben wir hier im Hoch, 1,38 bis hinab zur Marke von 1,20, 1,21, also wirklich ein sehr, sehr langer Weg auf der Abwärtsseite, was ja hier in diesem Bild dann auch erstmal die Kernbewegung ist, die Kerntrendbewegung, die ich jetzt für meine Analyse auch erstmal prinzipiell heranziehe. Weil wir sind zwar dann auch im vergangenen Jahr und auch dieses Jahr hier erstmal wieder auf der Aufwärtsseite unterwegs, also prinzipiell sind wir aber mit Abstand noch nicht hier auf dem Wege, diese starke Abwärtsbewegung irgendwo zurück zu erobern, sondern wir sind erstmal im übergeordneten Bild hier auf der Abwärtsseite unterwegs. Das erstmal die grobe Analyse auf dem Big Picture. Ich habe dann noch zwei weitere Ideen auf dem Big Picture, und zwar sicherlich ist es natürlich immer so, dass aus der aktuellen Kurssituation natürlich immer verschiedene, also nicht verschiedene, sondern eigentlich prinzipiell drei verschiedene Szenarien entstehen können. Zum einen, dass der Markt nach oben steigt, zum anderen, dass der Markt natürlich fällt. Und die dritte Variante ist ja, und das nehme ich mal orange, dass der Markt sich auf irgendeine Weise irgendwie seitwärts bewegt. Ja, diese drei Varianten haben wir beim Trading und diese drei Varianten können natürlich auch passieren. Jetzt versuche ich als Trader, mir die Gründe oder die möglichen Setups aufwärts, abwärts, seitwärts so ein bisschen zurechtzulegen. Ob der Markt sich hier irgendwie wieder in so eine Seitwärtszone bewegt, das kann ich nicht wissen. Wenn es so ist, dann habe ich ein Risikomanagement. Gehen wir also von der Aufwärts- und Abwärtsseite aus. Die Aufwärtsseite ist für mich in diesem aktuellen Bild, das kann man eben schon mal sagen, prinzipiell nicht so interessant, weil ich habe hier mal so ein paar rote Widerstandszonen reingezeichnet. Die sind entstanden aus dieser ewigen Schiebezone. Wir können das Bild dann nachher auch nochmal zusammenziehen, weil wir sehen Teile davon hier schon. Da seht ihr wirklich ein ewiges Hin und Her. Wir haben zwar generell hier eine Aufwärtstendenz, aber ihr seht, dass diese Aufwärtsseite sehr, sehr, sehr mühsam vonstatten gegangen ist. Wir haben dann immer mal wieder kurzzeitig neue Hochs gehabt, Abverkauf, neue Hochs, Abverkauf. Also immer wieder sehr, sehr unsauber. Auch ein Trend, ein klarer Trend ist eigentlich nicht zu erkennen, da eben wirklich die Rückläufer immer wieder sehr, sehr stark waren und hier die Aufwärtsseite somit gerade trendfolgend wirklich mit einem vernünftigen Stop-Management sehr, sehr mühsam ist, eben dann auch umzusetzen. Und gerade als Neuling, als Trading-Neuling hat man hier einfach wirklich seine Schwierigkeiten. Und wenn man Pech hat, verbrennt man hier eine ganze Menge Geld, obwohl man tendenziell vielleicht von der richtigen Richtung ausgegangen ist. Die Abwärtsseite hingegen ist hier sehr, sehr sauber vonstatten gegangen. Wir haben auch hier nochmal eine saubere Abwärtsbewegung gehabt. Also die Abwärtsseite scheinbar in diesem Währungspaar erstmal interessanter. Das ist auch generell so, dass die Abwärtsseite oft etwas schneller vonstatten geht, etwas sauberer vonstatten geht als die Aufwärtsseite, aber hier ist es wirklich merklich, dass die Aufwärtsseite nicht so interessant ist. Und das ist da auch der Grund dafür, warum ich hier erstmal nicht zwingend die Aufwärtsseite handeln möchte, weil es dann eben durch diese ganzen Widerstände, und hier sind nur mal drei rote Linien eingezeichnet, aber da kommen wirklich noch diverse andere Widerstände, die es hier, denke ich, sehr, sehr stark verhindern, dass wir einen sauberen Trend nach oben bekommen, den wir eigentlich benötigen würden.
würden, wenn wir hier eben kaufen würden und hier eben entsprechende Ziele annehmen. Die Abwärtsseite. Schauen wir uns, wie gesagt, die Abwärtsseite an. Die letzte Kernbewegung war auf der Abwärtsseite. Wir haben dann auch hier nochmal einen Break aus so einer Schiebezone auf der Abwärtsseite gehabt, wo man definitiv dann auch im Swing Trading vielleicht keinen großen Gewinn, aber auf jeden Fall einen Gewinn hätte rausziehen können. Dann nochmal der Test dieses Bereichs hier, was höchstwahrscheinlich im Swing Trading wenigstens ein Break-Even-Trade oder ein ganz kleiner minimaler Verlust hier gegeben hätte. Und jetzt sind wir hier erstmal prinzipiell in diesen Bereich dieser Schiebezone wieder reingelaufen, sind hier kurz nach oben ausgebrochen und sind jetzt wieder hier in diesem Schiebezonenbereich drin. Dann nehme ich nochmal die aktuellen Pfeile raus und will jetzt mal das Setup, was ich für mich persönlich hier formuliere, eben ein bisschen detaillierter zeigen. Und zwar, wie gesagt, ich finde die Abwärtsseite, wenn man sie hier dann formuliert und eben handeln möchte, ich will auch gleich die Gründe nochmal dazu zeigen, eigentlich recht interessant, weil hier ist wirklich Potenzial da. Selbst wenn wir es nicht schaffen, hier an diese Tiefs ranzulaufen oder auch vielleicht, wenn der Markt gar nicht die Schwäche hat und hier ranläuft, aber dadurch, dass wir, selbst wenn wir in dem Aufwärtstrend sind, was hier ja durchaus sein kann, ist es trotzdem wahrscheinlich, dass der Markt hier diese letzte Aufwärtsbewegung wirklich nochmal sehr, sehr weit zurückerobert, um dann vielleicht weiter zu steigen, was hier bedeutet, dass wir trotzdem auf der Abwärtsseite gegebenenfalls Geld verdienen können. Ja? Also hier erstmal grundlegend die Abwärtsseite. Dann schiebe ich das Bild hier mal so ein Stück zusammen. Gucken uns nochmal hier diese Seitwärtsschiebezone an, in der wir uns jetzt befinden. Wir haben hier mit diesen Hochs und dann hier auch mit ein paar Tiefs so einen Unterstützungsbereich, in dem wir jetzt hier gerade dran klemmen. Ja, es ist also jetzt hier denkbar als Szenario und ich habe jetzt hier eigentlich zwei prinzipielle Szenarien, die ich hier für mich zurechtlege. Das Idealszenario wäre, dass der Markt hier, wir sehen dieses kleine Tief hier, dass der Markt jetzt hier nochmal leichte Stärke findet mit diesem Unterstützungsniveau, wo wir uns jetzt hier mit dem Freitagsschlusskurs im Prinzip befunden haben. Da ist es durchaus denkbar, dass wir den Freitag nochmal leicht zurück, also nicht zurückerobern, aber dass die Aufwärtsseite hier nochmal eintritt, vielleicht Montag, Dienstag, Mittwoch, um dann hier mit diesem Widerstand die Abwärtsseite einzugehen. Was hat das für Vorteile? Selbst wenn wir nur, in Anführungsstrichen, nur dieses alte Hoch aus der letzten Aufwärtsbewegung hier erreichen oder vielleicht hier sogar in diesen unteren Bereich dieser Seitwärtszone, der hier durchaus ja schon des Öfteren erreicht wurde, dass wir hier nochmal runterlaufen. Ich zeichne mal diese zwei Striche ein, dass wir hier hinlaufen, dass wir dann hier hinlaufen. Selbst wenn wir diese Bewegung nur vollziehen, die jetzt charttechnisch, selbst wenn der Markt weiterhin in der Aufwärtsrichtung tendieren sollte, ist es durchaus realistisch, dass wir trotzdem diese Bewegung vollziehen. Ja, das bedeutet für mich, wenn ich jetzt dieses Szenario eingehe, weil wir haben hier charttechnisch erstmal einen Stopppunkt, Moment, da nehme ich mal den Kreis, der hier über diesem Hoch liegt. Also das hier oben, ja, dieser Bereich, der sollte jetzt hier ein bisschen unsauber gezeichnet mit dem Kreis, aber ich nehme nochmal einen Strich. Das sollte jetzt hier, diese Hochpunkte, knapp darüber, sollte man den Stopp für diese Idee packen. Dann habe ich natürlich hier mit dem Einstieg in diesem Bereich, mit dem Stopp hier oben, wir gucken auch gleich nochmal auf die Kurse, ich glaube, es waren so um die 130 Pips Risiko, wir haben es ungefähr, können wir nochmal kurz gucken, 28,60, ja, so 140 Pips Risiko. Ja, und dann haben wir aus dem 28,60er Bereich hinab, wenn wir mal von der Mitte hier ausgehen, haben wir ungefähr den 27,30er Bereich. Das sind in etwa genauso viel Bewegung, wie wir hier Risiko haben. Sprich, wenn der Markt nur diese Minimalbewegung auf der Abwärtsseite macht, hätten wir für dieses Trade-Szenario auf jeden Fall schon die Chance, dann unseren Stop hier gegebenenfalls auf den Einstieg zu ziehen, beziehungsweise vielleicht sogar leicht ins Plus. So, und dann haben wir mit dieser Position ja schon erstmal gar kein Problem mehr, weil wir können schon mal nichts mehr verlieren. Aber wir wollen natürlich auch verdienen. Wir sind hier schon im Plus. Und dann ist es halt denkbar, dass wir erneut hier dieses Unterstützungsniveau natürlich erneut nach unten durchstoßen können. Und umso tiefer wir hier rutschen, ja, umso interessanter wird es dann, dass der Markt eben doch die Schwäche, die wir eigentlich annehmen, dann auch wieder aufbaut und dann durchaus das Potenzial haben, wenigstens an dieses Tiefe zu laufen, was prinzipiell sogar überlaufen werden könnte. Auch wenn wir generell, können wir gleich auf den Big Picture uns nochmal angucken, auch wenn wir generell vielleicht weiterhin danach aufwärts tendieren. Also wir haben hier wirklich mit den verschiedenen Bereichen eine gute Chance, dass der Markt auf der Abwärtsseite pusht. Wir haben eine gute Chance, worauf es mir auch bei Trade Setups eben ankommt, wir haben eine gute Chance, dass der Markt die Minimalbewegung, die ich benötige, um meinen Stop entsprechend irgendwann nachzuziehen, ja, dass da wirklich das Potenzial besteht.
dass das wirklich hier nur ein Fehlausbruch war und der Markt dann entsprechend hier nach unten rutscht. Sollten wir das jedoch nicht so tun, und zwar hier diese Aufwärtsbewegung gar nicht mehr vollziehen, sondern sollte der Markt seine Schwäche im Prinzip auf der Abwärtsseite sofort weiter fortsetzen, was ja ein Zeichen dafür wäre, dass wir wirklich wahrscheinlich schwach sind, ja, wenn der Markt richtig schwach ist, dann schaffen wir gar nicht mehr diesen Rücksetzer, sprich, der Markt läuft, Moment, dann nehmen wir wieder den Pfeil, der Markt läuft hier direkt durch dieses Unterstützungsniveau durch, ja, erholt sich vielleicht minimal, aber geht hier doch relativ zügig durch, dann sollte er idealerweise dieses Hoch hier vielleicht mal knapp testen, ja, also in diesem Bereich laufen, dann nochmal an dieses Ausbruchsniveau zurücklaufen, vielleicht auch leicht drüber. Das müsste man dann schauen mit einem Triggerkonzept oder wenn man aggressiv unterwegs ist, dann auch direkt den Rebound am Widerstandsniveau verkaufen, um dann eben erneut die Abwärtsseite einzugehen und dann hat man oder dann muss man wenigstens mit dem Erreichen dieses Unterstützungsbereichs hier, dieses Unterbereich dieser Seite Abwärtszone ausgehen. Ja, natürlich dann weiter, das Szenario kennen wir, mit den Gedanken, dass der Markt eben weiter wegbricht. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Wir haben das Problem, wo setze ich meinen Stop hin? Wenn ich hier in diesen Bereich einsteige und auch den Stop hier oben hinpacke, dann ist natürlich mein Risiko erstmal größer als in dem ersten Setup. Ja, sprich, ich benötige etwas mehr als diese Bewegung hier durch dieses Unterstützungsniveau durch, um überhaupt meinen Stop prinzipiell auf Break-Even weiterzuziehen, um wenigstens mein Risiko, was ich hatte, dann schon mal im Buchgewinn eben wenigstens auf der Uhr stehen hatte. Bedeutet für mich persönlich, dass ich sage, okay, das Risiko für solch eine Überlegung hier oben ist mir wahrscheinlich etwas zu groß. Ich muss mir ein Risiko suchen, einen Bereich suchen, der mir ein kleineres Risiko erlaubt. Und da sage ich persönlich, es ist ebenfalls denkbar, weil der Markt sollte ja eigentlich nicht mehr über dieses Niveau hier rüberlaufen. Ja, also der Markt sollte schon gar nicht mehr die Stärke finden, hier irgendwo sich aufzuhalten. Was für mich bedeutet, man kann hier definitiv, und das würde ich dann auch für diese Überlegung machen, für die erste Überlegung nicht, aber für diese Überlegung wäre es eine Möglichkeit, den Stop in diesem Bereich hier zu legen, weil hier oben hat der Markt eigentlich, wenn er wirklich schwach ist, da eigentlich gar nichts mehr zu suchen. Wenn wir ausgestoppt werden, dann ist es eben so, dann ist es einer der Trades, die eben auch mal einen kleinen Verlust produzieren. Aber ich habe hiermit die Chance, wenn ich den Stop hier hinpacke, der auch charttechnisch durchaus begründbar ist, was man unterschreiben kann, dass wenn der Markt eben dann aus diesem Niveau hier runterläuft, in unser ersten minimalen Bereich, was diese Position aufbauen sollte, schaut mal, dann hat man eben mit dem Risiko hierhin und mit der Chance hierhin dann auch die Möglichkeit, wenn der Markt hier ist, was wir vorher mit dem Stop hier oben nicht gehabt hätten, dann eben die Chance, den Stop auf Break-Even nachzuziehen und dann haben wir auch hier das Risiko nicht mehr drin und der Markt könnte weiter nach unten fallen. Das die zwei Ideen hier im US-Dollar, kanadischen Dollar, das werde ich mir dann auch in den nächsten Tagen angucken, gucken, was hier passiert, ob man dann auch diese Swing-Trading-Idee eingeht. Wenn ich das tue, dann wird es hier auf dem YouTube-Kanal dann entsprechend wieder ein Update geben, wo ich dann drauf schaue, wo ich dann sage, okay, passt auf, hier so bin ich eingestiegen oder jetzt kommt die Situation, wo man einsteigen kann. Hier sitzt mein Stop und dann schauen wir, dass wir die Positionen dann auch entsprechend versuchen in den Livestreams am Morgen, DAX Long oder Short, in dem Nachmittag US Opening Bell und natürlich dann auch hier nochmal als Video, als Update-Video dann entsprechend zu betreuen. In diesem Sinne, ich wünsche euch erstmal ein tolles Wochenende, good trades und wir hören uns dann natürlich zu den nächsten Videos und am Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag zu den entsprechenden Livestreams hier auf dem Kanal von JFD Brokers wieder. Also bis dahin, ein schönes Wochenende, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.